Wen haben wir denn da? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tower Duel von Endtower TV. Hier ist der Dennis und nehmt dran wieder mal der Pascal. Mhm. Und wir sind uns nicht zu schade für diesen total kindischen Satz. Ja. Also wer das lustig fand, Daumen hoch. Ganz genau sieht's aus. Wir wollen hier ein bisschen fighten. Ja. Alles random aber. Ganz genau so sieht's aus. Mit Items auch. Aber ich würde sagen, wir machen 3 Minuten draus. Okay. Und random Charaktere. Donkey Kong gegen Falcon. Ja. Und auch Random. Ja. Pokémon Stadium. Denn ich meine, wir sind. Wir machen 5 Kämpfe, haben wir schon gesagt. Ja. Nee, haben wir nicht gesagt, oder? Nö. Wir machen 5 Kämpfe. Wir sind nämlich normalerweise so gut mit unseren Standard-Charakteren, dass es ja dann langweilig wäre. Musik ist doch herrlich. Nils wird sofort sich gerade freuen bestimmt. Wow! Und der erste Punkt geht an mich. Auch wenn es ein bisschen mit fast schon Selbstmord war. Das war deine Runde. Oh no. Dunkel und ich sehe nichts. Ah, du bist tot, ich nicht. Toll! Da hat ja der Pokémon den 4 gebracht. 2 zu 0. Oh. Wow. Wow! Wow! Doppelt! Ey! Aber ich dachte, ich könnte dich doch in die Bombe reinwerfen. Spring nicht hier rum! Ich will noch erwähnen, dass ich nicht gut bin im Melee. Also ich habe voll verlernt. Ich konnte es mal gut, da war ich 12. Also das ist so ungefähr 3 Jahre her. Ja. Oh. Hey, gut. Boah, das ist so. Ah. Das Problem ist einfach, dass ich zwar vielleicht im Spielerischen ein bisschen besser bin als Dennis, ja. Aber halt, was den Glücksfaktor angeht, bin ich halt unglaublich viel schlechter. Das meine ich damit, ja, Glücksfaktor. Das meine ich damit. Das ist unglaublich. Du wirst ja. Und ich bin tollpatschig. Also ich bin. Wer mich kennt, weiß, Dennis ist tollpatschig. Nein, und ich werf den Pokémon runter. Ah, das war wirklich sehr schön, Dennis. Ja, das war so eine typische Dennis-Aktion. Erik wird sich gerade bestimmt lachen. Also es sollte jeder jetzt lachen. Ja, stimmt. Aber Erik auch. Ganz laut. Naja, ich glaube, das ist wohl schon offensichtlich jetzt, oder? Und jetzt habe ich auch mal Mitleid. Nein! Ich hatte nur Mitleid mit dir. Ja, darum hast du mir den Partner hingelegt. Konzentriert bestimmt. Ja, stimmt. Ah, da kann man leider nicht so viel reden. Und ich habe ihn nochmal getroffen. Der letzte Schlag galt noch mir. Und ich möchte mir auch kurz eine kleine Geschichte erzählen, obwohl eigentlich ist das gar keine großartige Geschichte. Und zwar hatte ich mal einen Nachbarn einen GameCube-Controller ausgeliehen. Als ich ihn wieder kam, war der Startknopf kaputt. Guckt euch an, da ist nämlich nichts mehr drin. Und ich musste ihn jetzt immer mit irgendeinem Stift oder mit einem Stylus drücken. Ich hätte einen Kumpel verprügelt. Ja, ich bin leider viel zu friedlebend für sowas. Oh, Dr. Mark gegen Peach. Tja. Ja, Peach geht zum Frauenarzt. Und er guckt ihr unter den Rock. Ja. Ja, das kennen wir ja auch irgendwo her. Oh, und ist noch ein Pilzkönigreich. Wie passend. Das wusste das Spiel doch. Ja. Boah. Oh.
Uah! Wie hast du den denn aktiviert, denn? Nein! Aber wie ihr sehen könnt, wir sind trotzdem beide nicht wirklich gut. Ja gut, ist ein random Charakter, ne? Ja gut, aber... Oh! Naja, der gute alte Schatz Martinet. Aber trotzdem passiert nicht gerade viel Spannendes hier, würde ich sagen. Mhm. Verdammt! Oh, was machst du? Oh, du warst gerettet, ey! Und bumm. Mist. Nein. Geh weg! Getrennter Shift! Du Sau, du Meiner! Komm her! Und weg bist du! Oh, das kann doch nicht wahr sein! Boah, ich bin noch reingerollt. Boah, Pete steuern ist echt. Boah. Nein! Nein! Das gute alte Sternchen. Ah, jetzt komm mal her! Nein, renn ich in meine eigene Bombe! Nur wenn du immer wegrennst, weißt du, das sind so die Spieler, die ich am meisten hasse. Ja, da musst du immer nur rumrennen. Komm. Du kennst mich ja gar nicht, wie ich mit Sonic drauf bin. Du kannst schneller rennen. No! Nein! Ich hab dich raus! Ich hab dich gerettet! Danke. Bisaflora. Oder wie mein Kumpel immer sagt, Bisablume. Was? Damit Nils ja kotzen. Hat. BÄM! Das ist nicht so mit dem Treffen, wa? Nicht mit Nils. Die hat irgendwie so eine Latenzverzögerung. Keine Ahnung. Der ist bestimmt genauso. Allen anderen. Nein, ich krieg's mit dem Treffen. Oh! Ah, du hast ihn verloren. Ja. Mist. 2:0 für dich. 2:0. Und wieder mein Stylus. Ja. So, jetzt sind wir wieder da. Es gab gerade kurz ein kleines Problem. So mal random. Ja, Dennis ist nämlich zu blöd, einen Laptop zu bedienen. Nee. Bisher sagt nichts mehr dazu. Das war's schon wieder darum. Random. Zurück. Random. Ja. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wen ich habe. Ich glaube, oh, Mr. Game and Watch. Game Watch? Der ist doch noch kein Sir. Ja, aber ich im Livecast hier damals und dann wurde hier das gesagt, du hast Gamepad gesagt, ich hab Gamepad. Ich so, nein, ich hab Gamepad gesagt. Ja, du darfst keine Witze machen, das sag ich so. Ja. Bam! Ah, verdammt, ich wollte. Ja! Hat er dich noch getroffen? Würde ich nämlich reinziehen. Was ist das für ein Pikachu? Und weg bist du. Mr. Game & Watch! Ich muss jetzt meine Kräfte sammeln. Cool. Schöne Kräfte gesammelt. Wo bringt denn das nix? Oh. Ich hatte den Schild drin. Ihr Schweine! Tja. Er kann nicht schwimmen, ja. Er reiht sich ein in die Riege der super vielen Helden, die nicht schwimmen können. Genau wie. Oh, du hast so ein Glück, dass du. Weg. Nein, ich werf den runter. Nein! Pff,
So ein Glück, du hast beide Kills mit denselben Items gemacht, ja. Wow! Die Bombe. Wow! Oh, jetzt hab ich nochmal Glück gehabt. Komm her, du Sau! Ja, ja, Glück. Du bist ständig von meinen Dingern getroffen hier und dann bist du wieder tot. Ich sag doch, ich bin eher der Fernkämpfer. Gib mir was zum Werfen oder zum Schießen und dann bist du dran. Oh, verdammt. Wow. Nein, du Sau! Das ist genau, was du vorhattest. Tja, ich fängt mir doch nichts hin. 2 zu 0. 2 zu 0? Er hat gewonnen. Aber wir machen trotzdem noch 2 Runden. So sieht's aus. Wie immer. Für die Erde. Der Brawl-Gott wird in Melee. Oh, Hummeluft. Oh, Mr. Gamewatch, toll! Da hab ich schon so einen scheiß Charakter und dann kriegst du auch noch einen scheiß Charakter. Go! Werfen, du bist dran. Du hast ja keine Chance. Boah, wie gemein. Ach, vielleicht. Boah. Bam! Crap. Crap ist crappy. Ich kann mit der Game Watch echt nichts anfangen. Also ganz ehrlich, ich hatte jetzt die blödesten Charaktere ever in den Kämpfen. Ja komm, ich habe auch mit Mr. Game Watch gewonnen. Das ist der, oh, das ist keine Ausrede. Na scheiße. Ja, was machst du? Ja, ich wollte gerade sagen, das war die Gelegenheit für dich. Oh. What? Oh. Nein, das wollte ich gar nicht machen! Geh weg, geh weg, geh weg! Nein, jetzt hab ich wieder blöder. Lecker Bacon. Jetzt machst du gerade fertig hier. Bam! Oh, ja, ich war zu dicht am Rand. Das war blöd. Und weg bist du. Sehr schön. Und geht kein Wandsprung. Dennis, ich glaube, wir reden zu wenig. Wir sind zu konzentriert. Ja. Aber bei Smash Bros. Ist immer schwer. Komm her, du Sau. Hast du Glück gehabt. Boah, knapp. Und tschüss. Bam! Guck dir das an. Welche Kommandant habe ich dich gemacht? Ich bin sauer. Ey, jetzt würde ich dich wenigstens sonst 4 zu 1 stehen. Aber es liegt an meinem Shirt. Ich meine, mit so einem
coolen Shirt, kann man halt gar nicht verlieren. Und links. Oh, Bowser. Ey, ich hasse Bowser. Ich bin super schlechte Charaktere. Ich hatte Donkey Kong. Ja, voriges Match. Den finde ich noch schlimmer als Bowser. Ah, da geht noch diese Lava oder so. Ja. So. Darf ich nicht auch bei einem Champions erst ein bisschen? So was ähnliches, ja. Stimmt, dann finde ich Teil jetzt auch interessant. Wow! Ey, hast du ja jetzt Glück gehabt, dass jetzt noch die Säure kam. Ja! Das ist so ein Glückstritter! Das ist unglaublich! Ich meine, du hast... Ja! Oh, hast du Glück gehabt! Du hast eine blöde Tomate da gehabt. Ich hab gesehen! Jetzt kriegst du noch die ganzen Pokebälle und so. Das ist so unfair! Das ist so unfair! Du hast nur... Wie lange habe ich mich warm gespielt? Beim besten Match. Glück, ey! Der Bowser! Oh. Ey, das ist so toll! Das ist so unglaublich! Oh, genau das Glück. Du hast ja auch das Glück, dass in dir diese blöde Lava kommt, die ich dann wieder rette. Alles mit Säure, das gibt's für mich. Alles bezahlt. Wahrscheinlich. Bunny Bowser! Jetzt kriegt ihr noch so eine scheiß Tomate. Nein! Wir sollen so bestimmt gewinnen, ey! Nicht dein blödes Glück. Oh! Das gibt's nicht. 4 zu 1. Ah ja, komm, den gönn ich dir. Oh. Ich will immer noch eine Wash haben. Irgendwann. Dann machen wir noch eins. Nee, jetzt nicht. Im nächsten Tower-Duell. Na gut, er will nicht mehr, er hat Angst vor mir. Zu Recht, muss ich sagen. Dann würde ich sagen, tschüss. Ciao. Dieses Video wurde gesponsert von Harpack.